vor der Glotze anspäht und dann ich müde. Und mal ohne zu rauchen, ohne zu trinken. So wenig. Früher habe ich so 6-7 Pfeifen noch dafür geraucht. Heute rauche ich eine vom Fernsehen mit dem Sonnenbrand. Eine. Das ist von selbst zurückgegangen. Ich habe kein Bedürfnis mehr. Aber Wein trinke ich auch nicht jeden Abend. Mit ihr zusammen eine Flasche. Eine Flasche, wenn nicht. Aber das machen wir auch. Ja. Und dann trinken wir viel Tee hinterher, Kamillentee. Und jetzt, wo wir krank waren, die ganzen Wochen, Salbeitee. Den ganzen Tag immer stückchenweise. Im Atelier, im Büro, in der Wohnung, immer haben wir Pötte mit Salbeitee. So sprechen wir alte Leute. Für junge Leute, die sie nicht sprechen, lange. Seltsam, weil sie an solche Dinge noch gar nicht denken. Wenn die eine Krankheit kriegen, ist die in 48 Stunden näher gekommen. Naja. Einfach eine Nebenwirkung. Also jedermann kann natürlich auch nicht sagen, dass ich habe eine große Maschine gemacht, haben so einen Kaffee, doppelte Espresso, einfach Espresso. Das macht Spaß. Und einfach frisches Wasser und Bohnen, frische Bohnen. Das ist der Renner bei unserem Händler. So viel kann ich ganz anschauen. Seitdem die die haben. Nein, ich habe sie auch nur bei anderen haben. Ja. Das ist aber der Renner. Da ist was, das musst du unbedingt sehen.
natürlich dahin fahren, gucken. Ne? Was nur gut sicherlich ist, dann, ich kannte den nicht. Nicht? Also Jünger. Eben nicht, wenn der Sport da irgendwo auf der Uni ist. Und man, ich muss dabei sagen, dass die vom Vogelreich sind ja nicht nur die Spitzenwerke der Künstler meiner Generation und der Klassiker, sondern auch alte Kunst. Alte Kunst. Die Spitzen, die schon im alten 5016, 15 Jahrhundert reißen die auch nicht gut. Das muss nicht immer moderne Kunst sein. Haben Sie glaube ich auch sicher die Valente? Nö, wenn auch Italiener und Spanier nicht. Wenn das ein Spitzenwerk ist, als Künstler, unterscheidet man zwischen Spitzenwerken, mittelmäßig guten und schwachen. Jeder macht mal schwache Bilder. Und wir sehen das jetzt auch, wenn ein Schmüller ist, nicht im Museum. Und ob dann ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose. Der kriegt Herzklopfen, also ich das Wort sehe, sag schnell drauf, guck mal hier. Das muss nicht immer moderne Kunst sein. Ja, ich habe 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 ja, ich hab